Willkommen zur Bundesliga-Prognose Wolfsburg-Bremen. Mit dabei der Pascal. Hallo. Ja. Guten Weiß nicht, für mich ist es leider wieder mal so ein Dreckspiel, ich weiß nicht. Aber man Ja. muss ja dann wieder dazu sagen, ich bin mit Bremen. Und ich bin mit Wolfsburg am Start. Also mit Volkswagen. Richtig, und da du heim bist, darfst du zu Anfang Ganz mal genau. tippen. Und ja, ich bin natürlich Fängt HSV-Fan, gut an, deswegen pass auf. sage ich immer was gegen Bremen. Oh, schade. Und deswegen sehe ich natürlich Wolfsburg in der Favoritenrolle und würde sagen, dass Wolfsburg 2-1 gewinnt. Und Bendtner macht mindestens ein Tor. Okay. Und da ich Bremen ja, ne, nicht Favoritenrolle sehe, denke ich mir auch mal, das, was Wolfsburg machen wird. Und ich hoffe auch, dass Bendtner mal trifft und das ist 1-0. Bendtner! Und Bendtner Wenn es kein war's! Abseits war. Es war kein Abseits, glaube ich. Also es könnte vielleicht Nee, gewesen war sein, kein aber Abseits. Bendtner, zack, und dann tritt er sie weg. Siehst du, da ist er Mit schon. der Nummer 3. Hat er wieder Lack gehabt Nee, da. war im perfekten Moment rübergespielt nochmal. Und da hat er auch wieder Lack gehabt am Anfang. Ja, Egal, ich war noch nicht fertig, ja. Lass mich dich mal aussprechen lassen, du Penner. Nee, ich sag, das wird ein 2-0 für Wolfsburg. Ach, guck mal, geht weiter. ja. Halt die Roller. Oh, ey, what? Elchiroelia? Warum spielt Elia? Ich hab den voll rausgenommen, okay. Wunderheilung, auf einmal ist er gesund. Ja, ist ja nicht eh nur irgendwie, weiß ich nicht, erkältet oder so. Oh! Boah, Pfostenschuss. Alter, ich glaube, das könnte ein ganz Kann wichtiger sein, dass der Prognose die werden. Aufstellung nicht speichert. Das ist natürlich dann Ne, ich wieder glaube auch, Kacke. ja, weil. Dann müsst ihr jetzt hier Prödel spielen. Ja. Na verdammt. Super. Egal. Naja, kann ich jetzt. Ref! Penalty. Oh, hier gibt's Red ja keine Karte. Sperre. Bendtner, Einschuss, ein Tor. Hat der Gameface? Ja. Jawohl! Hier nochmal seine Bude. Boah, richtig geiles Torres Tor, hätte ihn Alter. rübergehauen. Hat er ja Philipp auch. Hofmann auch. Oh, Selke war das, glaube ich, der da am höchsten gesprungen ist. Ja, das kommt hin. Hier wieder Niklas Bendtner am Start. Komm, 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 push dich. Oh. Da ist Wolf. Gott, der Ball geht schon mal weit. Naldo hat den aber. Aber Selke nicht hochspielen will. Bendtner raus hier auf das Kampftier. Ivica Olic und. Der auch Bendtner! wunderschöne Tore Oh. gemacht hat bisher, ne? Bei irgendwelchen Prognosen. Oh Sei es ja. WM oder. Zlatko Da ist Ach ja, der einer. Fallrückzieher bei den WM-Prognosen. Ja, und der Wunderschön. Seifertzieher im Spiel gegen Hoffenheim. Ach ja, stimmt. Oh, ist einfach nur geil. Der Malanda versucht den mal mit der Hacke zu. Ah, ne, das war Gustavo. Wieder Wolfsburg in der Offensive, wird hier aber abgegrätscht der Ball. Aber jetzt vielleicht wieder lange Pass, aber der kommt nicht an. Irgendwie geht es immer nur in eine Richtung gerade. Was heißt hier eine Richtung? Oh. Ich hatte einen Pfostenschuss. Ja, da kannst du nicht sagen, es geht in eine Richtung. Und ich hatte schon einen Freistoß, der scheiße war. Was ich persönlich sagen muss, Junuso ist das wirklich der einzige Bremer, den ich mag. Weil er halt Quotenösi. Okay, Quotenösi jetzt nicht unbedingt, aber ich mag ihn halt, weil Wäre auch Österreicher. Prödel dabei. Nee, Prüdel mag ich nicht. Das ist ein Penner. Solange Arnautovic da nicht mehr spielt. Also das Image von Bremen ist noch ein wenig gestärkt. Naja, Notwitz mag ich auch nicht. Ich kann den gar nicht leiden. Also ich hasse den. Der Wolf. Er hätte Der ja Wolf lieber wird Wiese ne im Tor. Wow! Guter Ball, Selke. aber Selke vergeigt ein wenig. Er ist ja auch noch junges Talent, da kann er es noch vergeigen. Vielleicht ist er ja in der Wenn nächsten Gomez Folge das von. vergeigen würde, dann würde er Geld werfen uns Oh, allen. vielleicht ist er ja in der nächsten Folge von Sky Bundesliga 4 Profis auf dem Weg in die Na, Bundesliga, falls weil. es überhaupt noch jemals eine Folge geben wird. Glaub schon. Ich glaube, es gab sogar schon eine vor ein paar Tagen. Habe ich auf jeden Fall auf Twitter gelesen, dass da Teil 4, ich glaube, kam sogar Montag oder so. Säcke. Wenn ich das Freie auf Bahn, aber Twitter da so ist keiner in der richtig. Mitte. Oh. Ups. Nein, das war Ausgleich! Wer Junuzovic, ist glaube es? ich. Junuzovic! Slatko! Nein. Puh. Bam! Ja, bei Junuzovic. Gute Flanke von Selke und dann die Wolfsburger Verteidigung. Bisschen blöd.
Richtig, und dann kann auch der Bendalio nichts machen. Bendalio nichts mehr machen, jo. Richtig, also wieder ausgeglichen. Ausgleich. Gab halt zuletzt viele 1-0-Siege. Oh, De Bruyne versucht zwar mit einem Weitschuss, aber da kommt da noch ein Grätsche dazwischen. Oh, jetzt hier Doppelpassspiel bei Bremen am Start. Oh. Alter, das war aber schon ein bisschen frech hier, das Spiel von Elia. Der hinterlockte noch der andere Mann! Wow. Schade. Selke. Also ein bisschen deutsch aussieht. Er sieht so ein bisschen anders aus, als ich eigentlich dachte. Auch wenn es kein Gameface ist, ich weiß es. Warum gehst du da dran? Warum gehst du da verdammt nochmal dran, Franco Di Santo, ey? Du bist echt so ein Wappen, ne? Ich will Freischuss haben, was macht er? Er geht einfach an den Ball ran, obwohl ich nichts mache. Das ist der Bräun, ich sag Bentner. Ja, Bentner, Bentner, Bentner. Bentner ist braun. Nein, warum? Warum so weit? Oh. Und Abstoß. Junuzovic, zwei Schüsse, ein Tor. Der auf dem irgendwie mit seinem Gameface aus wie Soltan Stieber. Das ist kein Gameface. Ja, sein Ritual Gesicht Face. Einfach. Ja, ich habe einfach gedacht, okay, wenn schon einer beim HSV genauso aussieht, müssen wir auch gleichzeitig Bremer genauso machen, ne? Damit die gar nicht so Brüder oder so wie Brüder aussehen, weil sie nur einen anderen Namen haben. Oh, das war schön gespielt. Oh, aber Raphael Wolf ist da. Kommt da nicht rein. Ich wollte eigentlich auf De Bruyne, aber das hat nicht geklappt. Naldo hüpft da hoch, geh sein Ex-Verein. Oh, schön gemacht. Franco Di Santo. So müsste er ihn eigentlich reinmachen, aber er macht ihn nicht. Er wollte am Tor vorbeigehen. Aber der Torres machen hat aber nicht geklappt. Boah, da Karate-Tritt da. Einfach so ein Tim Wiese Gedächtniskick. Ja. Und dann ist Halbzeit, wieder 12 Minuten Nachspielzeit irgendwie sehr gut heute bei den Schiedsrichtern. Vielleicht könnte ja auch ein Western-Move sein, ne? Boah, man könnte eigentlich sagen, ausgeglichenes Spiel, oder? Ja, vielleicht. Nur die Schüsse ein bisschen mehr bei dir auf der Seite. Aber Torchancen nix. Na, aber dafür halt genau 1-1 Schüsse aus Tor. Die beiden Schüsse saßen sofort. Ja. Okay, das war natürlich vielleicht ein Fehler von Vielleicht geht's ja wieder Lewis. So gut los wie am Anfang der Partie. Nein! Wenn Raphael Wolf den durchgerastet hätte, ne, dann. Der Olic. So, jetzt sieht hier sehr brasilianisch aus bei Wolfsburg, aber auch den Ball. Der Torwart. Raphael Wolf. Das Tier in Person. Ne, das ist Oli Kahn. Er ist kein Mensch, er ist ein Tier. Oli Kahn. Aber was denn, Raphael Wolf? Hallo Wolf. Man weiß ja nie, was da passiert, ne? Bestimmt ist ja auch nur zahm. Raphael Wolf hätte jetzt schon mindestens drei Bälle durchlassen müssen, wenn er. Ne? Den Testing macht? Oh, das war schön gemacht. Von Selke eigentlich. Hackentrick da. Ja, Bentner muss sich ja noch beweisen. Ah, ne, es war wieder mal. Wir bereuen. Ich verwechsel die gerade irgendwie die ganze Zeit. So, jetzt El Girulia. Wow. Ex-Hamburger. Ex-Turiner, kann man auch was sagen. Irgendwie. Mehr Mittelfeldgeplänkel gerade, ja, ne? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Vielleicht jetzt mal eine Schlüssel für Virenia. Da unten lauert Bentner. Er hüpft hoch, aber. Ach, müsste Abschuss geben, gibt's auch. Präzision, leider. Naldo, ein Freikampf, ein Foul. Gute Statistik. Er schüttelt auch gerade an den Kopf. Ja, perfekt gesehen. Gute Statistik. Denkt sich auch so, oh Gott, bin ich schlecht heute. Hoffentlich sieht das Kind das nicht. Oh, da außen schön gesehen. Olic schickt nochmal Bentner in der Mitte. Bentner! So. Tschüss, Ding. Niklas Bentner. Der mit seinen. Ich wusste gar nicht, dass er da so noch ein Tor ist. Hallo. Ja, sehr stark gemacht auch von Olic und dann sieht er halt Bentner nochmal anrennen und dann ballert der den einfach rein. Niklas Bentner, der Däne, mit einem Doppelpack. Wef! In Form. Jo, genau, Alter. Da liegt ja erstmal ein Bremer Schwein in der Mitte. Ja, darfst du ruhig sagen. Ist erlaubt von mir. Oh.
Verdammt, 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 das wollte ich nicht. Moment. Ach Mann, wieso bin ich denn? Und die Nummer 4 von Bargfrede? Bargfrede, glaube ich, oder? Kann auf jeden Fall weiterlaufen. Galvis. Muss erstmal raus. Jetzt kommt ein gewisser Bruder. Ja. Könntest gleich auf jeden Fall den Namen sehen. Felix Groß und Isel Hajrovic. Ah, Hajrovic, nur leider ist er bei Bremen. Wie ein bisschen scheiße. Wo hättest du ihn denn lieber gesehen? Nicht bei Gladbach. Irgendwo anders. Bundesliga auf jeden Fall, aber nicht bei Bremen. Tut mir leid. Boah, schön gemacht. Boah, schlecht gemacht. Boah, sehr stark von Jung. Gut gemacht. Wieder Borlack hier, ne? Michael Borlack, ihr kennt ihn alle und ich hatte einen Leck. Nein! Wendner! Nein! Oh. Okay. So macht man Pinball das hier beim VfL. Oh, boah, sehr stark gespielt. Huch! ETF, ich dachte, ich konnte nicht. Voll das Tor, Wolf! What the fuck, ich hab, weißt du, ohne Witz, ich hab gerade den Tor rausgeholt, der spielt einfach den Ball zurück, was ist da los? What the fuck? Guck dir das mal an, pass auf. Da! Ey, das ist nicht mehr feierlich, ne? Guck dir das an! Oh, lol. Hättest du noch eventuell Elfmeter geben können, wenn der da drüber gegangen wäre? Oh ja. Schön mal von Franco Di Santo. Kriegt hier vielleicht gerade aufs Maul. Bucke voll, aber ja, aber... Doch ist hier nichts gelaufen, wer weiß, wenn jetzt getrifft, dann... Boah, müsste Ecke geben. Aldo war, glaube ich, noch dran. Ja. Junusevic. Slati. Sakko. Oh, jetzt vielleicht ein Weitschuss von Garcia. Oh, der landet in den Wolken. Ah, irgendwie doch Abstoß. So. Ja, die Schiegetrigos bringen doch wohl kein Glück, ne? Da hat man sich doch nichts leisten können, ne? Bei Bremen. Ist immer noch Wiesenhof drauf? Ja. Ah, deswegen sind die wahrscheinlich auch alle krank. Abseits. Oh, kein Abseits? Nee, war kein Abseits. Hat's! Von Niklas... Bentner! Ref! Penalty! Ich wollte eigentlich richtig frech ins Tor rein. Red Card! Hä? Was? Das ist doch der letzte Mann! Das ist doch erstens letzter Mann, zweitens, das war so eine klare Torchance. Nee, Wolf hätte ihm. Nee, das war keine klare Torschance. Wenn, dann ist das keine klare Torschance. Ja, genau. Oder Ref? Ah, der ja, guckt, ja. Alter. Na, Schiedsrichterleistung. Ich glaube, der Gefaulte darf selbst anschießen, oder? Wer ist das? Nee, nicht Ricardo. Ach, wobei doch, Ricardo Rodriguez darf den Elfer machen. Und. Zack. Hier! Hä? Hey, drin! Nein, der war nicht drin! Torlinientechnik, PLS. Boah, sehr stark gespielt. Und jetzt ist er drin. 4-1. Aber wo ist die Torlinientechnik? Ich will sie jetzt sehen. Endlich bitte. Ist das 4-1 da. Boah, bitte. Aber sehr stark gespielt von Virinha und dann zack. Na, dann ja, machst du. Dann macht er auch Raphael. Ja. Genau, dann müsste er eigentlich irgendwie, müsste er irgendwie zu Boden springen oder so, den Ball greifen, damit er irgendwie den Ball noch bekommt. Nicht so wie Fährmann, einfach so das kurze Eck offen lassen gegen Frankfurt. Ach, Rev. Come on, Rev. Ja, 4-1, ich glaube, Bremen. Da fehlt Aldo. Ich glaube, Bremen könnte so eine Schießbude der Liga werden. Ah. Habe ich das Gefühl. Also Hamburg wird es ja wohl nicht mehr, weil... Die wollen lieber keine Tore schießen, aber verteilen tun sie gut. Richtig. Deswegen, ich glaube, auch am Ende der Saison wird Bremen so die Schießbude der Liga sein. Tanto, kleine Rangela hier noch. Gelb noch. Noch gelb. Für ja, Gustavo. Also der, nee, doch mit nicht. What? Ich dachte mir gerade, Gustavo bekommt gelb, weil er irgendwie so Hände so komisch gehabt hatte. Ja, aber wenn man sich mal vorstellt, die gelbe Karte von jetzt gegen die gelbe Karte von Prödel. Wo ist der Unterschied? Oh, Hajrovic. Ja, probiert's da. Kann mit viel fehlen. Nein! What? Gleich das Spiel vorbei. Eigentlich hätte Ricardo Rodriguez diesen Ball auch eigentlich ins Aus rollen lassen können. Aber boah, sehr stark hier von Bentner. Auch der Bräun. Da riskiert einer noch rot. Ex-Bremer. Oh, der Bräun. Nein, Ref Penalty. Nee, nicht der noch einmal. Keiner, das war keiner.
Lol. What? Freistoß? Nochmal gelb. Nee, doch nicht. Schade. Ich hätte es gefeiert bei dem Derby. Richtig gute Position, aber wer darf schießen? Hoffentlich geht er rein. Ah, Rodriguez. Hoffentlich geht er rein. Ups, nee, nicht den. Nicht Bentner. Eigentlich ihn hier. Er wäre eh reingegangen, mein Gott. Gib es zu. Fuck. Oh, Corner. It's a Corner. So, jetzt Ricardo Rodriguez. Bringt ihn nochmal rein. Oh, sehr heftig, aber den hat der Wolf. Der lässt ja jetzt voll, schießt doch wer. Ja. Ja. In dem Gelände. Darüber wollte ich nicht sagen, ne? Nee. Ne, wir halten mal im Auge, Bremen ist wirklich keine gute Mannschaft. Das merkt man hier. Das würde ich auch. Dem würde ich zustimmen, ja doch. Ja, das wäre mir eigentlich klar. Fand ich auch vorher nicht gut aus, dass das Grünusewitsch nämlich geil ist. Auf jeden Fall, hier sehen wir die Statistik und Bremen hatte mehr Ballbesitz, das ist natürlich ein jetzt ein bisschen überraschend. Bentner und Spieler des Tages. Jawohl. Bester Spieler bei mir, Caldirola mit einer 6-6. Sagt die Leistung von Bremen gerade mal aus. Und ja, mehr muss man nicht sagen, Leute. Ciao. Ciao.